grundsätzlich gehe ich sieben Kampf rein, dass ich wirklich auf jede Disziplin den Fokus lege. Und wenn die Disziplin fertig ist, dann ist es abschließen, vergessen und habe voll den Fokus auf die nächste. Also, ich denke nicht schon, wenn ich am 100 Meter Hürdenlauf bin, schon über den 200 Meter am Schluss des Tages. Also das nicht. Also, wenn ich eine schlechte Disziplin habe, dann analysiere ich zuerst mal analysieren, wieso es schlecht war. Aber dann eigentlich gerade wieder abschließen, weil ich wirklich den neuen Fokus auf die nächste Disziplin legen will. Und sicher nach dem Wettkampf schaue ich dann ein bisschen, was das Problem war, wieso es nicht funktioniert. Also zwischen Disziplinen ist es ganz unterschiedlich. Zwischen 100 Meter Hürde und Hochsprung mache ich jetzt nicht so viel. Aber wenn ich jetzt vor dem 800 Meter noch recht viel Zeit habe, dann mache ich zum Beispiel ab und zu ein Powernap, machen, ein bisschen massieren, ein bisschen ausschütteln die Muskeln, dass sie wieder parat sind und vor allem auch viel essen und einfach für mich sein. Wenn die Familie um ist, mit der Familie reden, ein bisschen abschalten, nicht immer den Fokus voll auf den Wettkampf legen. Natürlich habe ich immer Winforce-Produkte dabei, immer Schäl vor allem. Das esse ich meistens mit Reiswaffeln essen, weil das ist perfekt zwischen den Disziplinen. Weil zu viel darf ich auch nicht essen, weil sonst geht die nächste Disziplin nicht. Und ja, viel trinken vor allem, das ist immer sehr wichtig. Auch mit dem Carbo Basic kann ich die Kohlenhydrate je bekommen, die ich brauche für diese zwei Tage. Ob ein perfekter Siebenkampf möglich ist, ist schwierig zu sagen. Da muss wirklich, das Wetter hat sehr viel Einfluss, die Tagesform, aber auch die Konkurrentinnen müssen dich pushen können. Und mein Ziel ist einfach immer, das möglichst Beste von der Tagesform rauszuholen. Und wenn es auch ab und zu in ein paar Disziplinen nicht läuft, dann läuft es vielleicht der andere besser. Und das ist eigentlich immer cool, weil also bei mir ist jetzt auch nie aufgegangen, dass wirklich alle sieben Disziplinen perfekt waren, weil dann könnte ich aufhören. Dann könnte ich für mich sagen, jetzt ist es fertig. Aber das hat es auch nicht gegeben. Das ist auch nicht mein Ziel, ich will mich immer verbessern. Das Verhältnis zu der Konkurrenz ist gut. Also, es ist eben wie mit einer Familie im Mehrkampf. Das ist mir wirklich, wenn man zwei Tage aneinander ist, 24 Stunden fast aufeinander sitzt. Aber während dem Wettkampf, wenn ich 100 Meter Hürde im Startblock bin, dann denke ich wirklich, es sind Konkurrenz. Aber nachher, zwischen Disziplinen, reden wir ab und zu. Und vor allem am Schluss des Siebenkampfs ist es immer schön, wenn man dann alle sagt, du hast es gut gemacht, gratuliert. Und das ist dann cool, wenn man zusammen die Ehrenrunde machen kann. Man weiss, die eine ist besser in dieser Disziplin, dafür bin ich in dieser besser. Und das ist eigentlich immer noch cool, weil du kannst dich wirklich gegenseitig pushen zu Höchstleistungen. Mein Vorbild ist Jessica Ennis Hill, kommt von Großbritannien, hat Olympia gewonnen in London und die ist sehr eindrücklich für mich, weil sie recht klein ist, aber trotzdem irgendwie 30 cm über ihre Körpergröße im Hochsprung springt und ja, vor allem auch, wie sie es gemacht hat, das hat mich so begeistert, weil sie jetzt so mit einer Lockerheit gemacht, wo ich wirklich fasziniert bin.